So, hallo, die letzte Aufnahme war synchron. Ich hoffe, diese ist es auch. Wir machen weiter beim Super Mario Maker und haben das letzte Mal das Level von Mr. Destructiv gespielt und jetzt den Laser Luigi-Teil angefangen bei Boosbo, wo wir jetzt weitermachen. Wir haben da einige Level vor uns. Ein paar davon haben wir schon mal gespielt. Die überspringe ich dann einfach gekonnt. Aber wir sind aktuell bei 1, 2. Hä, wieso bin ich jetzt... Weil ich B gedrückt habe. Ja, moin. Stage 2. Mehr sagt er dazu auch nicht. Nichts Spezielles, einfach nur durch. Ja, einfach nur durch. Oh mein Gott. Einfach nur durch könnte bei den Leveln irgendwann wahrscheinlich interessant werden. Ich bin gespannt, wie schwer das sie gemacht hat. Bin sehr gespannt. Hopp, hopp, hopp. Mist. So. Wir fallen uns ein. Wir warten ein bisschen. Ah! Ich hätte ihn gebraucht, ne? Ah, Mist. Ah. Verstanden. Ich dachte, ich muss mit den Dingern. Aber muss ich gar nicht. Also so da. Nee, da war ein Z. Spin Jump. Oh mein Gott, was mache ich? Okay. Es ist zwar schön, dass da ein Checkpoint ist, aber direkt dahinter muss ich auch nicht gleich sterben. Muss nach dem Part mal kurz was trinken. Ich habe gerade irgendwie so ein Kratzen im Hals. Das ist gerade ganz unangenehm. Ich trinke jetzt schnell was. I'm sorry. Lasst mir ganz kurz die Sekunde. Aber ich muss dieses Kratzen loswerden, sonst ist es unangenehm zu reden. Okay. Ich mag die Stachel da. Die Stachel da ist mein Freund. So. Soweit sieht das doch alles nicht schlimm aus. Dann könnte man doch ein bisschen schneller durchkommen. Okay. Theoretisch. Und wir gehen wieder in die Höhle. Also scheinbar immer so ein Teil erst außerhalb und dann ein Teil in der Höhle. So ist bisher das aufgebaut. Wow. Okay. Okay. Okay, da warte ich jetzt lieber eine Runde. Und jetzt durch. Das war schon wieder so knapp. Ich wäre fast schon wieder über die Dings. Nice. Sehr schön. Okay. Prima. Nummer 3. Beschreibung brauche ich nicht mehr lesen, da steht nichts Spannendes mehr drin. Okay. Hopp und hopp. Yo! Verflucht.
Ach, was ich jetzt gar nicht geguckt habe. Ich bin ja doof. Ich habe ja gar nicht geguckt, was der Mr. Destruktiv noch so an Leveln gebaut hat. Huch. Das habe ich ja komplett verpeilt. Muss ich gleich mal machen. Muss ich gleich mal machen. Was der Mr. Destruktiv noch so gebaut hat. So. Oh mein Gott, ich... Ah, sowas kann ich immer nicht. Das sind ja sogar die Münzen. Man sieht ja wohl sogar, wo man drauf springen muss. Man müsste einfach... Ach, nur da ist ein Z. Einfach nur auf die Münzen vertrauen. Warum sehe ich Indikatoren immer zu spät? Das ist echt kritisch. Oh, schnell durch. Okay. Okay. Okay, ich hoffe, ich brauche den Pilz nicht mehr, aber ich brauche den Pilz hundertprozentig noch. Oh Mist. Die kommt nicht wieder. Kann ich das? Nein. Schade. Okay. Aber wie gesagt, ich hoffe, man braucht den... Ich denke, man braucht den Pilz hinten. Ich werde mal versuchen, ihn zu behalten. So viel dazu. Wir können trotzdem gucken, wie es weitergeht. Können wir nicht, weil ich nicht nachdenke. Jetzt bin ich gedanklich dabei, dass ich die anderen Level von Destruktiv sehen will. Ah, verdammt. Jetzt will ich... Ich muss jetzt erstmal mich auf das Level hier konzentrieren. Dann kümmern wir uns um die anderen Level von Destruktiv. So, einfach mal geduldig sein. Also ich. Nicht ihr. Ich muss geduldig sein. So. Ja, man braucht ihn. Alles klar. Gut. Und jetzt verliere ich ihn automatisch. Ja gut, den hätte er mir jetzt auch in der Höhle lassen können, wenn man schon mit Pilz hierher kommt. Einmal zumindest. Wenn man stirbt, hat man dann ja eh nicht mehr. Jetzt nicht, dass das hier alles kaputt macht, wenn man den... Es würde sogar das erschweren, mein Cam wahrscheinlich nicht mehr vernünftig durch, Hallöchen. Ah, nee, ich... Wieso, wieso sehe ich denn immer erst in dem Moment, wo ich falsch mache, wie es richtig geht? Ah. Warum? Oh, zu weit gesprungen. Ich meine, die Pfeile sind so eindeutig, aber ich sehe es erst in dem Moment, wo es zu spät ist. Jetzt weiß ich's, ne? Jetzt mache ich den Fehler nicht mehr. Aber gerade habe ich es halt nicht rechtzeitig erkannt. Ärgerlich. Wofür eigentlich... Okay, dafür. Das müssen wir jetzt aber doch wirklich ohne die Molls schaffen. Das ist doch ein normaler Sprung, ja. Es ist jetzt gerade einfach wirklich diese Ungeduld da, weil ich jetzt sehen will, was er noch gebaut hat. Mist. Ich muss den Gedanken jetzt erstmal loswerden, dann kann ich mich auch auf das Level konzentrieren. Weil das ist gerade unpassend. Das ist gerade sehr unpassend, dass diese Ungeduld mich so ein bisschen beeinflusst. Ah. Wieso habe ich da nicht gleich dran gedacht, nachzugucken? Warum bin ich denn jetzt so hektisch, weil ich jetzt schnell durch will? Ah. Okay, Konzentration. Ich belohne mich ja eher, indem ich es jetzt in Ruhe spiele, weil ich dann doch am Ende schneller durchkomme. So, jetzt einfach ruhig. Ich muss ja nicht hetzen. So,
Danke. Okay. Was wollte ich sagen? Ich belohne mich am Ende ja, wenn ich jetzt das in Ruhe spiele, als wenn ich... Oh Gott. Ach so. Gut. Keine Gegner, lass mich in Ruhe. Okay, sehr schön. Ah, so. Jetzt aber. Ungeduld beendet, ab zu den Leveln von Destruktiv. Haben wir wieder ein bisschen Boost-Bow gemacht, aber jetzt interessiert mich Destruktiv gerade mehr. I hope you can understand. So, wie komme ich jetzt da am schnellsten hin? Ist die ID noch drin? Nö. Dann kann ich aber, glaube ich, gucken, was ich gespielt habe, mit wem ich gerade gespielt habe. Zuletzt gespielt oder sowas, ne? Genau. Was? Ja, ja, ist ja in Ordnung. Brauche ich jetzt nicht. Die habe ich ja beide gespielt. Ach, aber jetzt gibt es so Ballons. Der Ballon zeigt an, dass ich es geschafft habe, oder was zeigt der Ballon? Nee, der Ballon zeigt an, dass ich es gespielt habe. Ach so, okay. Na, ah. Oh. Menüsteuerung. So. Also, wo ist mein Destruktiv? Da ist er. Was hast du noch so gebaut? Alter! Nicht viel. Okay. Gut. Dann erstens, hier, zack. Dass wir informiert werden, wenn da was Neues kommt und das mit der Zeit spielen. Aber er mag Zielbedingungen. Ich sehe schon. Na dann, gucken wir uns mal sein erstes Level an. Vom 28.06.2019. Hello 3D World. Das war noch richtig simpel. Aber wenn es das erste war, klar. Da probiert man sich erstmal aus. 50 Münzen gibt es zu holen. Na dann, auf geht's. Da drüben ist bestimmt Münzenkram, den ich mir gönnen zur... Oh. Oh, ja. 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 Erzähl mir mehr. Okay, cool. Cooles, cooles, cool. Wow. Halt. Zack, 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 zack. Je eher wir die 50 zusammen haben, umso besser. Ja, wir haben die 50. Nice. Jetzt können wir uns auf das Level konzentrieren. Hui. Oh, das war nix. Ah ja, ist tatsächlich ein schönes... Ein schönes 3D-Land-Level. Kein Bonus hier drin. Wait, wie komme ich an die Box? Ach, da oben. Hä? Nee, da, das ist fürs... Das ist, um ins Ziel zu kommen. Jetzt will ich auch den Bonus finden. Ach, hier wahrscheinlich. Au. Da. Oha. Oh, schneller! What? Okay. Nice. Und jetzt? Ach so. Nein, dann geht's noch mal höher. Das ist ja richtig aufregend. Und hier... Okay, ich will wissen, was es da oben gibt. Wahrscheinlich... Ich meine, was soll es anderes geben als Leben, ne? Aber das wäre schon cool, da einmal hochzukommen. Mist. Wow, fast waren wir schon oben. Nein! Oh! Verdammt.
Schade. Okay. Ah ja. Da hat man praktisch mit einem Ding das komplett dann abgeschlossen, das Level. Okay, nicht mal ein Leben. Und dann kommt man hier ins Ziel. Cool. Alles klar. Trotzdem schöner Bonus natürlich. Und letztendlich macht man es ja, um es geschafft zu haben. Nicht, weil man da unbedingt eine tolle Belohnung will. Sehr schön. Wäre jetzt interessant zu wissen, ob man so vielleicht sogar am schnellsten 30 Sekunden. Ich bin eine Nuss. Ich bin eine Nuss. Ich bin eine komplette Nuss. Natürlich. Ich gehe da mit Wolljump hoch. Ich habe ja normalerweise eine Katze. Huch. Ups. Oh Mist. Oh Mist. Stopp! Nee, das ist schon mit Wolljump gedacht, oder? Das ist schon mit Wolljump gedacht. Nee, nee, alles gut. Das ist schon mit Wolljump gedacht. Ich dachte, vielleicht kann man da schneller hoch mit der Katze. Aber nein. Die Katze rettet zwar ein bisschen was, aber am Ende ist es schon mit Wolljump gedacht. Ich bin doch keine Nuss, alles gut. Ja, die Katze rettet halt ein bisschen was. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Belassen wir es dabei. Gucken wir lieber die nächsten Level an. Mario Steals Angry Sun's Claw. 7,02%, 45 Sekunden. Poor Sun, on which side of justice are you? It's your choice. Na dann. Schauen wir uns das mal an. Das ist die Claw, die wir stehlen. Und deswegen wird die Sonne ganz, ganz böse. Tut mir leid, Sonne. Hier kannst du mir eigentlich nichts anhaben, ne? Nee. Yo! Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte... Ah... Oh. Ich dachte nicht, dass ich da raussegel aus dem Ding. Mist. Aber wahrscheinlich muss ich dann da den Switch umstellen da oben. I guess, sonst wäre es ja nicht da, das Ding. Das war nix. So, wir warten hier. Und runter. Das hat ja fast funktioniert. Oh. Krieg ich den? Danke. So, vielleicht diesmal ohne getroffen zu werden. Ich habe ja hier genug Zeit. Ich muss ja hier nicht rumhetzen. Alles gut. Und jetzt haben wir schon gesehen. Wir können da unten landen. Oh, ich kann das sogar durch. Aber jetzt muss ich warten, ne? Okay. Ich kann leider nichts abkürzen. Aber ich kann trotzdem jetzt warten und die erstmal fahren lassen. Muss nur jetzt dann sie gut erwischen. Gott. Perfekt. Du nicht. Mist. So, jetzt ist die Claw eh weg. Und da ist auch schon das Ziel. Okay. Boah, dann kann man das schon eigentlich nochmal abkürzen.
Man könnte über die Sonne einen Spinjump rübersetzen. Das hat bestimmt der Weltrekord auch gemacht. Das haben wir gespielt. Copycats. Ah, das ist so ein Fehlersuchding. Nee, man muss es nachbauen. Okay. Oh, ich bin mal gespannt, was da ist. Mit Zielbedingungen, die so aussieht. Ach so. Okay. Es ist wieder so ein Level. Das ist nur ein Bonus. Ja, wie soll man denn, wenn man jetzt... Hä? Wenn ich mir die geholt habe, komme ich doch nie mehr normal zurück, oder? Geht das? Dass man sagt, hier und dann schnell darüber? Oh, das geht tatsächlich. Holy moly. Sick. Zum Glück war die nicht gefordert. Die möchte ich nicht jedes Mal holen müssen. So, jetzt kommt das Ding hier. Okay. Ach so. Copy heißt, wir fahren so. Jetzt fahren wir auch so. Verstanden. Aber auch das ist natürlich jetzt wieder eine Sache. Das ist beim ersten Mal spannend. Beim zweiten Mal ist es dann einfach nur nervig, weil man es halt nochmal alles neu machen muss. Jetzt zum Beispiel muss ich mich hier hinstellen. Und dann scheint man da ganz gut durchzufahren. Okay. Ich kann nicht darüber. Also es muss irgendwie gerade sein. Ach so. Es muss am Ende gerade... Ah, verstanden. Es muss einfach gerade sein nachher. Möglichst gerade. Ganz am Schluss muss es gerade sein. Jetzt nicht die ganze Zeit, sondern es muss... Ja, so... Oh Gott, ich muss das ausgleichen jedes Mal. Okay. Scheinbar haben wir es geschafft. Oh, das möchte ich nicht, das möchte ich nicht. Ich möchte jetzt hier nicht failen. So, muss das alles nochmal machen. Das wäre nicht so cool. Oh, wir haben's. Ich war gerade ein bisschen... Ich hatte gerade ein bisschen Angst, den Sprung zu setzen. Huh. Ich meine, wenn ich da drüber springe, war es das, ne? Das ist so das Ding. Okay. Puzzle Cave, jetzt wird's interessant. It's fun, trust me, I know everything. Ich vertraue dir. Destruktiv, ich vertraue dir. Dass mir das jetzt nicht das Video in eine Stunde oder so verlängert. Und dann haben wir auch schon alles von Destruktiv durch. Dann darfst du gerne mehr bauen. So. Also aktuell weiß ich nicht, was ich tun. Wahrscheinlich erstmal die normalen Räume gehen. Hier kann ich gar nichts machen. Was kann ich hier tun? Okay, hier würde ich was erreichen, wenn ich die Shell hier reinnehme. Dann holen wir uns mal die Shell. Und nehmen die mal hier mit rein. So, jetzt ist der gedrückt. Hier drüben war ein Off-Kram. Genau. Da käme ich jetzt mit Springboard ran. Also Springboard. Dann kommt hier Yoshi raus und der macht jetzt Dinge, auf die wir keinen Einfluss mehr haben. Jetzt müssen wir einfach nur ein bisschen zugucken. Und Yoshi macht Dinge. Ach, wir kriegen Yoshi. Ja, cool. Jetzt kann ich mir den P-Switch holen. Oh, Hallöchen, Leben. Durch die Tür hier. Ich
braucht den roten Koopa. Ah, das war die falsche Reihenfolge. Ach nee, ich kann ja gar kein Feuer speien hier in Mario Dings Maker. Nein, was? Aber vielleicht nützt er mir trotzdem was? Fragezeichen. Ich dachte, ich will Feuer speien, aber dafür brauche ich den roten Yoshi, den habe ich gar nicht. Also hier kommt der P-Switch nur raus, dass man hier wieder raus kann. Da fährt ein Springboard durch die Gegend. Mit dem kann ich aber nichts anfangen. Ich brauche irgendwas, um Feuer zu schießen. Hat der Koopa vielleicht den Schlüssel? Nein. Bin ich vielleicht dumm? Ach, hier ist ja Feuer! Hier ist ja Feuer. Natürlich. Natürlich. Hier ist mein Feuer. Zack. Sehr schön. Boom. Jetzt geht der Mancha auf eine Reise. Hui. Hui. Und dann schießt er hier mir was raus. Und der löst jetzt da oben den Block aus. Zack. Und da ist mein Schlüssel. Perfekt. Oh, da kann man hoch, da wollte ich nicht so schnell rein. Okay, ich brauche noch einen Schlüssel. Where, what? Ja, ich sehe schon, dass das da und der Koopa. Also deswegen war die erste Röhre richtig, aber ich brauche erstmal einen Schlüssel. Oder kriege ich den Schlüssel da, wenn ich da entlang laufe? Ah, ich hätte vielleicht erstmal hingucken sollen. Ich hätte vielleicht. Nein. Bleib mal hier. Ich hätte vielleicht erstmal hingucken sollen. Der gibt mir einen Hinweis, wo der Schlüssel ist. Gut, das ist dann natürlich, der Schlüssel ist dann ja immer da. Das heißt, das kann man auch nur einmal spielen. Danach kürzt man das natürlich dann immer über diese Möglichkeit ab. Yay. Okay, cool. Wie gesagt, destruktiv, bau gerne mehr. Gefällt mir, was du baust. Von wann war das jetzt eigentlich? Wann war hast du dieses letzte Level? 3.7.2019. Ach, du hast seitdem gar nichts mehr gebaut. Okay. Also, falls du dich berufen fühlst, bau gerne mal weiter. Ja, du hast schon mal auf jeden Fall einen, der es irgendwann spielt. ich wollte schon sagen, Nintendo. Gut, dann haben wir in dem Part ein bisschen Busbo weitergemacht und die restlichen Level von Destruktiv angeschaut. Dann schließen wir hier ab. Danke fürs Zuschauen und tschüss.